Hörspiel-Reviews. Willkommen bei Evil Here to Go. Schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Format bei Evil Here to Go sozusagen. Das haben wir schon mal angekündigt, dass wir darüber nachdenken, das vielleicht ins Leben zu rufen. Aber jetzt setzen wir es tatsächlich in die Tat um, beziehungsweise ich fange damit an. Ich bin Felix, das wissen ja die treuen Hörer unseres Podcasts. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal jetzt ein Hörspiel-Review, quasi ein bisschen in der Art, wie Malik es schon mal damals gemacht hat bei YouTube. Mit The Sandman war das, glaube ich. Und ich werde das heute mit Hurricane statt der Lügen machen. Danke für den Tipp bei Discord. Ne? Schaut gerne mal auf unserem Server vorbei übrigens. Da unterhalten wir uns auch dann gerne mal über Hörspiele. Und gab es den Hinweis, wollt ihr nicht mal ein Hörspiel-Review von Hurricane machen? Machen wir gerne. Warum denn nicht? Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist ist ein Hörspiel, worüber man sprechen kann, finde ich. Ist ja eine relativ große Produktion. Und ja, ich würde sagen, reden wir gar nicht mehr lang drum rum und starten direkt rein. Handlung. Die Stadt Hurricane in Alaska. Hier leben anscheinend aufrechte Bürger, ebenso wie entwurzelte Existenzen, die von den Schrecken ihrer Vergangenheit verfolgt werden. Alles verläuft in streng geregelten Bahnen, bis der Sohn des Polizeichefs aus purer Lust zwei Touristen ermordet. Sein Vater begeht einen verhängnisvollen Fehler, indem er versucht, die Tat zu vertuschen. Skrupellose Elemente streben nach der Macht. Die Stadt zeigt ihr wahres, bisher nur notdürftig, verborgenes Gesicht. Nur die Polizistin Pam Turner stellt sich dem Chaos entgegen, bis sie feststellen muss, dass sie fast niemandem vertrauen darf. Ja, so viel also zum Klappentext. Das fasst die Geschichte eigentlich schon mal ganz gut zusammen. Wir haben hier also eine amerikanische Kleinstadt, wie man es von Raimund Weber eigentlich inzwischen schon gewohnt ist. Dieses Setting mag er einfach offensichtlich sehr gerne. Ja, und wir haben natürlich auch alles dabei, was dann zu so einer amerikanischen Kleinstadt dazugehört. Ne? Diese kleine Polizeistation, in der eben Pam Turner arbeitet, und die sieht sich vielen, vielen Problemen gegenüber. Sie kämpft mit Korruption in der Polizei, mit der Familie Elder, die viel in der Stadt kontrolliert, die auch ein eigenes eine eigene Bar, wie sie es nennen, betreiben. Es ist aber mehr ein Bordell. Und das ist halt bei denen alles so ein bisschen undurchsichtig. Und diese beiden Familien, also einmal die Familie Elder, die von Ma Elder geleitet wird, der Mutter. Und die Familie Nitzinger, also die des Polizeichefs, die kriegen sich irgendwann ein bisschen in die Haare. Und das führt alles zu weiteren Problemen, und das ist einfach sehr spannend aufgezogen. Wir kriegen dann auch noch später, lernen wir dann auch noch den Detektiv kennen, ein Detektiv, der dazukommt, der einen Schwester, es müsste die Schwester gewesen sein von einer Touristin, die verschwindet, die beauftragt den Detektiv dann, dieses Paar eben zu suchen, was ganz am Anfang der ersten Folge eben verschwindet. Und die arbeiten dann eben zusammen, Pam Turner und dieser Detektiv. Und das bringt da nochmal ein bisschen mehr Schwung einfach in die Geschichte. Ja, und das Ganze spitzt sich dann dementsprechend immer weiter zu. Und das kann man schon als wirklich gute Thriller-Story bezeichnen. Dann wollen wir hier gar nicht weiter drauf eingehen, weil ansonsten wird es nur gespoilert, und das will, glaube ich, niemand von euch. Von daher kommen wir einfach mal zur nächsten Kategorie. Sprechercast.
Die Sprecher, ja, das ist wirklich eine absolut hochkarätige Besetzung, die wir hier vorfinden. Angefangen beim Erzähler Gordon Piedesack, dann haben wir Manja Döring als Pam Turner dabei, Till Hagen als Chief Nitzinger, Anke Reizenstein als seine Frau, Gerrit Schmidt-Voss als Sohn, dann, ja, wir haben noch einige weitere, Peter Flechtner, Katja Brügger, Konrad Bösherz, Nana Spier und viele, viele andere. Also es ist wirklich eine extrem, extrem gute Besetzung. Alles sehr bekannte und renommierte Sprecher, die wir hier haben. Ja, und das macht das Ganze eben dann auch aus. Also da spielt die ganze Hörspielserie ihre Stärke aus. Raimund Weber zeigt, was er kann als Regisseur. Und ja, das ist wirklich eigentlich an allen Stellen gut besetzt. Also hier ist jetzt niemand, der irgendwie besonders schlecht oder wahnsinnig gut hervorsticht. Also wer hier halt wirklich viel Spaß macht, ist einfach Gordon Piedesack. Den kannten oder kennen wir ja auch schon aus der vorherigen Serie Vedan als guten Erzähler. Und der passt einfach super mit seiner mystischen, rauchigen Stimme. Der untermalt das Ganze nochmal wirklich wunderbar. Und Till Hagen, ja, der ist halt einfach eine Klasse für sich. Das muss man schon einfach so sagen. Er ist so ein erfahrener, extrem guter Schauspieler und spielt einfach alle Facetten aus, die er hat. Und dem nimmt man diese Rolle zu 100% ab. Also wirklich absolut grandiose Besetzung. Sounddesign. Kommen wir also zum Sounddesign. Das ist ja absolut solide, muss man sagen. Man kann jetzt nichts großartig daran aussetzen. Ich finde es sogar besser als bei Vedan noch zum Beispiel. Es hat hier und da kleinere Schwächen, also es ist nicht auf allerhöchstem Niveau. Ich meckere da ja auch gerne rum, das wisst ihr ja. Aber ja, also die Atmosphäre kommt sehr gut rüber, muss man sagen. Ja, und da gibt es nichts weiter auszusetzen. Wirklich gutes Sounddesign. Fazit. So, nun zum Schluss nochmal alles zusammengefasst. Also wir haben hier wirklich einen guten Thriller, der zu überzeugen weiß mit seiner Komplexität der Story, der wirklich viele gute Handlungsstränge hat und auch dieses Flair der amerikanischen Kleinstadt einfach gut rüberbringt. Man taucht wirklich ein in die Atmosphäre der Geschichte. Ja, es gibt vielleicht einen kleinen störenden Faktor. Das Ganze würde jetzt von Europa Next vertrieben, also das Hörspiellabel für die Hörspiele für Erwachsene, die sich an Erwachsene richten bei Europa. Deswegen ist hier Hurricane statt der Lügen auch ab 16 empfohlen. Das ist auch völlig in Ordnung, aber es gibt eben, wie irgendwie bei jedem Europa-Hörspiel, die Zusammenfassung am Anfang der Folge. Und das finde ich relativ unnötig, weil man nimmt hier einfach viel zu viel vorweg. Ich möchte das gar nicht hören alles. Also ich will direkt in die Story weiter eintauchen und vor allen Dingen, wenn man im Flow ist und mehrere Folgen nacheinander hört, dann stört das, finde ich, schon sehr den Fluss. Und das hätte man durchaus vermeiden können. Wahrscheinlich wird es auch in Zukunft nicht geändert, aber ja, es ist ein ganz kleiner Minuspunkt. Aber ja, insgesamt ein 10 Folgen umfassender Thriller mit gutem Sounddesign, mit einer großartigen Sprecherriege und auch einer tiefgehenderen Geschichte. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, sind wir gespannt, ob und wann es weitergeht und vor allem, wie es dann weitergeht. Darauf können wir uns, glaube ich, durchaus freuen.